Darf ich euch vorstellen? Das beste Transportmittel? Ruffy. Unser Roller in Fuyen. Gerade hier. Alex wollte unbedingt People Watching machen hier. Jetzt gucken wir. Wartet. Also wir gucken eigentlich quasi gegen den Busch aufs Wasser mit Schirm. Wunderbar. Aber es ist schon geil. Ich würde sagen, es ist geil, einfach im Warmen zu sein. In einer fremden Kultur. Die Sprachbarriere macht es manchmal schwierig. Wir haben uns gerade eine Cappuccino bestellt, aber ich habe das Gefühl, wir haben Tee bekommen. Schmeckt gut, aber eigentlich bekommt man das die ganze Zeit als so Hautspeisen einfach mal dazugestellt. Jetzt haben wir nur das. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Cappuccino bekomme. Keine Ahnung. Wir haben unseren Cappuccino bekommen. Beautiful. Den genießen wir jetzt mit dem tollen Ausblick. Und dann geht's weiter. Wir gehen jetzt gerade hier eine Runde spazieren in unsere Gegend, um das auch mal zu Fuß zu erkunden. Man ist hier sehr häufig mit dem Roller unterwegs, aber irgendwann vermisst man das schon, so ein bisschen zu laufen, und dadurch, dass hier nicht ganz so viel los ist, ist es auch angenehm, zu Fuß zu gehen. Schöne Natur, aber der Müll hier ist extrem heftig. Das habe ich mir natürlich auch nicht anders vorgestellt. Ich wusste ja schon, wie es in vielen Ländern aussieht. Das ist irgendwie voll schade, dass wir die Natur so zerstören. Weil hier gibt es auch gar nicht so ein richtiges Müllsystem. Zum Teil wird Müll einfach an der Straße verbrannt. Vielleicht bessert sich das ja auch irgendwann. Das hoffen wir. Auf geht's in Richtung City zu unserem Lieblingsladen. Was essen? Ich muss den Roller machen. Geschafft. Oh.
wieder on the street unterwegs hier. The weather is nice. Die Stimmung ist nice. Also let's go! Das, was ich alles mag. Chop, nee, wie heißt das? Chop Choy. Pak Choy. Reis. Das müssen wir fragen, wie die heißen. Pilze. Karötchen. Alles geil. Und ein kleines Süppchen. Wenn ihr in Johor seid, kommt hier vorbei. Den Namen blende ich ein. Schmeckt ultra geil. Und alles vegetarisch. Also nur für Vegetarier interessant, aber auch für Nicht-Vegetarier wahrscheinlich. Weil es geil ist. Geil und günstig, ey. Das Gericht hier kostet unter 1 Euro. Kann man nicht glauben, ist aber so. Jetzt geht's ab zum Anpu Market. Wir brauchen nämlich Obst und das werden wir besorgen, hoffentlich. Oh, hier sind auch direkt vor unserer Tür so große Reisfelder. Es arbeiten ganz viele Leute hier am Reisfeld und das sind unsere Gefährte. Der Verkehr hier ist auf jeden Fall anders als in Ho Chi Minh. Man merkt, es ist deutlich weniger los. Selbst wir können hier auf Fahrrädern durch die Straßen fahren. Das wäre sonst nicht möglich. Nur die Schlaglöcher. Das ist der Market. Jetzt gehen wir mal eine Runde und gucken nach Obst. Die das auch nennen. Aber die sind hart. Das sind alles so grün. Ich verstehe gar nicht. Wie bei Egel? Hallo. How much is it? Warte, hey. Oh, 10.000. Wie viel ist das denn? 10.000? Möhe. 100.000? Đưa được coi thử đây, được coi thử đây. Tờ đây nè. Tờ này tháo lại 10.000. Tháo lại. À. Tháo lại hết tiền. Nè. Đó. Lấy 10.000 đi. Cảm ơn nhé, xe lên. Wir fahren wieder zurück, denn der Markt war jetzt nicht groß. Ich habe aber auch ein bisschen mich geschämt, dort zu filmen, weil dann gucken die mich noch mehr an. Wir haben 2 Mangos, wir waren erfolgreich. Bist du sicher, dass das eine Mango ist? Ja, ich bin mir sicher. Bist du sicher? Gehupt wird hier trotzdem noch in Ho Chi Minh, aber das gehört dazu. In Deutschland habe ich Mango nie gemocht, weil viel zu hart, viel zu sauer, viel zu unfruchtig. Die gelben Mangos, die sind so dermaßen lecker. Fruchtig, süß, wunderschön. Und ich wünschte, ihr könntet das probieren. Absolut abnormal geil. Guckt euch an, wie saftig diese Mango aussieht. Oh. Was schätzt ihr?
was hier so eine Mango kostet. In Deutschland, soweit ich mich recht erinnern kann, so 1 Euro, 1,30 Euro, 40, 50. Hier zahlen wir 30 Cent pro Mango. In einem Coop. Auf dem Markt kostet die vielleicht 15 Cent. Verrückt. Was immer noch wie in Deutschland ist, ist das Spülen. Boah, wie cool sieht das aus. Hinter mir sieht man schon beautiful Reisfelder. Die Leute arbeiten hier so den ganzen Tag. Mich würde interessieren, wie das funktioniert. Also was die da genau machen. Ihr kommt jetzt in den Mund und dann fahren wir eine Runde. Echt schön nice hier aus. Die Häuser sehen auch gar nicht so schlecht aus. Gehobene Gegend. Das sieht doch gut aus. Mal gucken, ob es schmeckt. Ich glaube, das ist das Bessere. Mmh. Aber weißt du, wie das schmeckt? Wie das, was du eben im Kühlschrank hattest. Ich habe schon gedacht, ob das so Tee ist. Was so Tee? Mit Oreo-Geschmack. Schmeckt schon ziemlich geil. Verrückt, aber geil. Aber das schmeckt richtig gut. Kann man machen. Wow! Stark, oder? Aber es schmeckt gut. Ich hätte ein bisschen mehr Milch reingemacht, aber es schmeckt gut, aber es ist ungewohnt halt, aber gut. Ungewohnt muss nicht immer schlecht sein. Schneiden wir raus. Das ist wirklich schön hier. Wir haben hier einen Kaffee, wo wir eben waren, entdeckt. Und jetzt kann man hier echt zu Fuß am Wasser herlaufen und die Menschen angeln. Auch irgendwie cool. Was immer noch so ein bisschen befremdlich ist, dass die Menschen einen so angucken, als wäre man ein Alien. Als hätten die noch nie einen Europäer gesehen. Keine Ahnung, was ich jetzt drüber denken soll. Manchmal ist es komisch, manchmal ist es cool. Und ich weiß nicht, warum man mich hört, weil der Wind so krass ist, Alter. Lieblingsbeschäftigung ist shoppen, also gehen wir in den riesigen Winmart. Wir waren die ganze Zeit in so einem kleinen Coop einkaufen. Dabei gibt es hier einfach so einen riesigen Shop und wir dachten, es gibt einfach nichts anderes. So sieht der Einkaufsladen aus. Sneak Peek. Wir machen jetzt noch ein kleines Food Haul. Haul? Haul? Wir machen noch ein kleines Food Haul. Was wir heute gekauft haben, beziehungsweise da ist nicht alles drin von heute, aber generell ein paar Sachen, die wir hier jetzt ausprobiert haben. Das ist die gute vegetarische Po, ja, oder sowas in die Richtung. Also quasi Tütennudeln. Eine Pepsi. Schmeckt tatsächlich ein bisschen anders hier. Nicht ganz die Pepsi, die man kennt. Auch Cola schmeckt anders und Fanta sowieso. Ganz weird, auch wenig Kohlensäure drin gefühlt. Mogo Mogo Drink, das ist ja so ein bisschen ja, Mango Flavored Drink mit Kokosstückchen. Haferflocken, ganz wichtig zum Frühstück. Cashewnüsse,
Pizza-Snack. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht eigentlich ganz nice aus. So ein bisschen wie das in Deutschland, wie heißen die? Diese runden, die mit Knoblauch, so, ja. Wie heißt das? Ah, das sind so Brotchips. Ja, Teriyaki Flavor Chips, Chupa Chups Bites. Sehr interessant, bin mal gespannt, wie die schmecken, sind sauer. Das ist Crispy Seaweed. Boah, das schmeckt ultra geil. Boah, ich glaube, das gibt es bei uns auch im Asia-Store. Aber ist ultra teuer. Hier, ganz ehrlich, die Packung kostet vielleicht 50 Cent maximal. Kit Kat Tet Edition. Tet ist das Neujahr hier. Ja, das war schon. Dann haben wir noch Brot gekauft, aber das ist schon belegt. Und wofür kaufen wir das Ganze? Wir fahren morgen nach Da Nang. Die Lodge verlassen wir, deshalb mal wieder früh aufstehen. Und ich werde berichten, ob das Ganze auch schmeckt morgen im Zug. Ja, moin oder was? Ah, es ist wieder soweit. 5.16 Uhr. Und es geht weiter. Wir müssen den Zug bekommen. Deswegen mal wieder früh wach. Aber so ist das normal. Also, los geht's. Bye bye. So, wir sind angekommen. Das ist die Train Station. Zug. Ich bin mal gespannt, wie es da drin aussieht und was das für ein Zug ist. Wir haben auf jeden Fall reservierte Sitzplätze. In wenigen Minuten kommt der Zug, aber die Durchsage hört nicht auf. Please do not cross the tracks in the station unless absolutely necessary. Das haben wir verstanden. Oh, das sieht sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Positiv überrascht erstmal. Bin mal gespannt. Die Leute chillen auf jeden Fall hart hier. Ah, es müssen noch Leute raus. Hallo. 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 So, ja, wir sind auch in der Toilette. 55 Minuten, hier sind wir. Das wusste ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Oh, hier ist richtig abartig. Hier stinkt es. Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt 7 Stunden lang so fahren. Mein Leib. Leute, ich patze. Der Geruch. Ja, ist klar. Ja. Können wir Fenster aufmachen? Weiß ich nicht. Bisschen frische Luft. Ist auf jeden Fall abartig. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das niemals gebucht. Dann hätte ich den Bus genommen. Ich würde sagen, Deutsche Bahn ähnliche Verhältnisse.
Das gibt es hier auch immer, das wird immer verkauft. Aber wir haben uns genug mitgenommen. Doch, wir probieren die jetzt. Wie sehen die aus? So ein bisschen fischig, salzig und scharf. Aber sehr knusprig. Super geil. Muss glaube ich mögen. Alex mag das gar nicht. Aber mir schmeckt es richtig gut. Wir sind jetzt seit gut 3,5 Stunden unterwegs in diesem Zug. Der ist eigentlich echt ganz entspannt. Es stinkt nur abartig, aber sonst ganz easy. Haben noch 3 Stunden vor uns und dann sind wir danach. Hallo. $73.000 Dong. Ja, 3 Euro, um zu unserem Apartment zu kommen. Das machen wir natürlich. I'm sorry, I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a pic and video on my phone. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Wir haben einfach 7,5 Stunden. Es war schon wieder ein langer Tag. 8 Stunden Fahrt hinter uns. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen in Danang und es ist wunderschön hier. Es ist ganz anders als Ho Chi Minh, ganz anders als Thuy Hoa. Es ist eigentlich der perfekte Mix aus beidem und ich glaube, so eine Stadt findet man gar nicht so oft auf der Welt. Wir haben den schönen Strand, aber auch ja, die Stadt, wo wir was essen gehen können und drumherum genug zu entdecken. Aber wie das Ganze aussieht, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und auf Wiedersehen.